Don John hier, kleiner Junge, es ist Zeit, ein Mann zu werden. Die meisten Jungs hängen noch am Rockzipfel ihrer Mutter. Sie sind nicht wirklich losgelöst von der Bestätigung. Sie verführen Frauen, weil sie die Bestätigung von der Frau wollen. Die machen es nicht in erster Linie, weil sie Sex mit der Frau wollen oder weil sie einfach die Zeit mit der Frau genießen, sondern in erster Linie, die meisten Verführungskünstler, die ich kenne, verführen Frauen, weil sie die Anerkennung wollen. Entweder von der Frau oder von von ihren Kumpels oder auch vor sich selbst. Ja, ich bin es wert, ich habe die Frau flachgelegt, ich habe die Frau verführt. Und ja, natürlich auch wegen der Frau, wenn die Frau ihnen sagt, ja, du bist so ein toller Mann, du bist so schön, du bist so gut im Bett, ach, ich liebe dich. Das hört sich alles gut an im ersten Moment, aber das macht dich nicht zu einem besonders herausragenden und erfolgreichen Verführer. Du musst versuchen, dich komplett von dieser Bestätigung zu lösen. Es ist nicht leicht, wenn ich sage komplett, das wird wahrscheinlich auch nie komplett weggehen, aber du musst, die Priorität sollte auf dem Sex liegen und auf die Verführung an sich, weil du durch den Prozess, durch Pickup, durch die Verführung ständig an deine Grenzen gehst und dich hinaus entwickelst, darüber hinaus und deine Ängsten dich stellst. Und dadurch wächst du persönlich, dadurch reifst du, du wirst disziplinierter, du bekommst ein klareres Bild von dir selbst und das ist sehr, sehr wichtig. Habe den Mut, die Nabelschnur früher abzuschneiden. Diese Bestätigung, die du von den Frauen willst, rührt eben aus deiner Kindheit. Als Kind hast du Dinge getan, damit deine Mutter dich angenommen hat, damit deine Mutter dich akzeptiert hat, damit du die Liebe von der Mutter bekommen hast, musstest du dich verstellen, du musstest sie quasi manipulieren. Du musstest lieb sein, du musstest nett sein, du durftest nicht immer dieser kleine wilde Rabauke sein, denn wenn du dieser kleine böse Junge warst, dann hast du nicht die Anerkennung und die Liebe deiner Mutter bekommen. Und deswegen hast du gelernt, wenn es nicht okay ist, dieser wilde Junge zu sein, ich muss mich verstellen, damit ich von der Frau, von der Mutter gemocht werde. Und dieses Muster hat sich eingebrannt in dir und das ist der Grund, warum sehr viele Männer, wenn sie erwachsen sind und Frauen verführen wollen, es eben auf die gleiche Art und Weise machen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn Frauen in Interviews zugeben, ja, sie wollen einen Mann, der ein Gentleman ist, der sie respektvoll behandelt, der lieb und nett ist und fürsorglich und sich einfühlen kann. Das sind alles gar nicht so schlechte Punkte. Allerdings entspringen diese Punkte nur ihrem rationalen Verstand, ihrem sozial konditionierten Teil des Hirns. Das sind nicht die Punkte, die sie wirklich an Männern anziehen und attraktiv findet. Anziehung an sich ist keine Wahl. Ja. Das ist, es passiert oder es passiert nicht. Und eine Frau kann nur im Nachhinein rationalisieren, warum sie jetzt den Mann attraktiv findet oder warum sie so eine sexuelle Spannung fühlt oder nicht. Aber diese Prozesse laufen unterbewusst und ziemlich schnell ab, dass da bleibt der Frau gar keine Wahl zu entscheiden. Ja, der hat das Geld, der ist reich. Ja, ist es vernünftig, mit ihm in eine Beziehung einzugehen. Aber mit ihm in eine Beziehung einzugehen oder mit ihm länger zusammen zu sein und ihn zu heiraten, heißt noch lange nicht, dass sie wirklich sehr auf ihn steht und ihn sexuell sehr, sehr begehrenswert findet. Besonders kurz vor dem Eisprung kommt die Wahrheit meist ans Licht. Dann suchen sich nämlich diese Frauen immer die draufgängerischen Männer, die aggressiveren Männer, die wilderen Männer. Die Männer, mit denen sie quasi die gesündesten und Kinder zeugen können. Anziehung ist keine Wahl. Entweder die Frau empfindet, was für dich, diese sexuelle Spannung, entweder sie ist von Natur aus von dir angezogen oder eben nicht. Und wenn sie angezogen ist von dir, dann ist es dein Job, sie souverän zu verführen, sie zu führen und mit ihr im Bett zu landen. Denn das heißt noch lange nicht, nur weil sie von dir angetan ist, nur weil sie dich begehrt, weil sie dich interessant findet, sexuell anziehend, heißt noch lange nicht, dass sie mit dir schläft. Du musst dann beginnt quasi die Verführung erst. Du hast mehrere Frauen angesprochen und 3, 4 von 7, 8, 9, 10 Frauen reagieren positiv auf dich, die stehen auf dich, aber dann musst du die Verantwortung für die Verführung übernehmen und dann beginnt das eigentliche Spiel. Und dieses Spiel kannst du nur auf Dauer gewinnen
und wirklich als Verführer durch die Decke schießen, wenn du dich löst von dieser Bestätigung. Mach dir bewusst, du machst es nicht der Bestätigung wegen, sondern weil du dich persönlich weiterentwickeln willst und natürlich wegen dem Sex. Wenn du diesen Sexdrive nicht hast, ich mache dazu auch ein Video und erkläre dir genau, wie du deinen Sexdrive auf natürliche Art und Weise steigern kannst, und das ist essentiell. Wenn du nämlich einen niedrigen Sexdrive hast und die Frauen versuchst so zu verführen, wird nicht diese Spannung da sein. Es wird sich einfach fake anfühlen. Deswegen ist es auch ein sehr wichtiger Punkt, aber dazu in einem weiteren Video mehr. Löse dich von dieser Bestätigung, schneide die Nabelschnur ab von damals und erkenne, dass wenn du eine Frau verführen willst, das nur klappt, wenn du sie wirklich sexuell begehrst und wenn du das aus einem Unabhängigkeitsgefühl heraus tust. Du machst es, weil du sie willst und nicht, weil du nach ihrer Bestätigung gierst. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es kann schon sein, dass du vielleicht ein paar Frauen schon verführt hast und vielleicht auch gar nicht so wenige. Aber das sind meistens auch Frauen, die emotional selber ein bisschen beschädigt sind oder aber die vom Selbstwert ungefähr auch so sind wie du, und du solltest dich nicht daran orientieren, weil dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. Du solltest immer dich ständig weiterentwickeln und persönlich reifen und mehr zu dir selbst finden und deinen Selbstwert auch erkennen. Deshalb solltest du dich mehr und mehr auch von solchen Frauen lösen und lieber emotional gesunde und selbstbewusste Frauen dir suchen. Und da ist es eben sehr wichtig, dass du wirklich Frauen verführst, weil du mit ihnen Sex willst und weil du dich persönlich weiterentwickeln willst und es nicht der Bestätigung der Frauen wegen machst. Und du wirst sehen, wenn du das einmal internalisiert hast, wenn es ein Teil deiner Persönlichkeit geworden ist, wenn du das wirklich nicht nur intellektuell verstanden hast, sondern auch emotional, wirst du automatisch viel, viel erfolgreicher mit Frauen. Frauen werden erkennen, sogar von weitem schon erkennen, anhand deines aufrechten Gangs, anhand deiner Ausstrahlung, anhand deines Vibes, dass du ein Mann von hoher Qualität bist, weil du nicht wie diese typischen 0815-Player oder wie fast jeder Mann eigentlich nach ihrer Aufmerksamkeit giert, sondern weil er Anspruchsdenken hat, weil er die Frau wirklich will, aber nicht der Bestätigung wegen. Es ist sehr wichtig, dass du diese Überzeugung verinnerlichst und sie verstehst, auch emotional, weil dir bringen die besten 1000 Techniken nichts, wenn deine innere Welt zerrüttet ist, wenn es nicht stimmt. Das muss stimmig sein, und dann sind diese Techniken, Tricks gar keine schlechte Sache. Das ist auf jeden Fall wertvoll, aber nur diese Techniken und Tricks bringen nichts, wenn deine innere Welt, man sagt in unserer Sprache, in der Pickup-Sprache, dieses Inner Game, wenn das nicht stimmt, dann bringen dieses Outer Game, diese Techniken nicht viel. Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, bis zum nächsten Video.